Sehr geehrte Frau Präsidentin, Kolleginnen und Kollegen, meine beiden Vorredner haben ja das Ziel auch genannt, Energieeffizienz bis 2020 um 20% steigern. Noch ist unserer Meinung nach aber völlig unklar, wie die Bundesregierung das tun will. Die Richtlinie lässt nämlich mehrere Handlungsoptionen offen. Weitgehend klar hingegen ist, dass vor der Bundestagswahl auch kaum etwas passieren wird. Die schwarz-gelbe Regierung wird sich nicht groß ins Zeug legen. Schließlich haben sie diese Richtlinie ja eher blockiert und deren Einsparziele verwässert. Das müssen sie ja ehrlich zugeben. So hätte selbst die Wirtschaft eine 3%ige Energieeinsparverpflichtung akzeptiert. Die Richtlinie schreibt nun 1,5% vor. Inwieweit die Umsetzung in nationales Recht 1:1 oder ambitionierter erfolgt, hängt also maßgeblich von der künftigen Bundesregierung ab. Denn bei den Anforderungen der Richtlinie handelt es sich um Mindestanforderungen. Mehr geht natürlich auch. Mein geschätzter Kollege Rudi Borchert hat die Eckpunkte der Richtlinie dargestellt. Ja, ich konzentriere mich auf den Gebäudebereich. Hier liegt das größte Energieeinsparpotenzial. Hier werden 40% der Endenergie verbraucht, in Mecklenburg-Vorpommern sogar 45%. Schon im Mai 2010 hat die EU eine Richtlinie zur Energieeffizienz von Häusern verabschiedet. Die Bauvorschriften sind so anzupassen, dass ab 2021 alle neuen Gebäude nahezu null Energiehausniveau aufweisen. Bestehende Gebäude sind soweit möglich, den neuen Vorgaben anzupassen. Für Neubauten der öffentlichen Hand soll diese Forderung schon 2 Jahre früher, also ab 2019, gelten. Auch in der seit Januar geltenden EU-Energieeffizienzrichtlinie kommt der öffentlichen Hand sozusagen auch eine Vorreiterrolle zu. So müssen 3% aller öffentlichen Gebäude des Bundes jährlich energetisch saniert werden, wobei den Nationalregierungen überlassen bleibt, ob sie die Länder und Kommunen einbeziehen. Die festgelegte Renovierungsquote für öffentliche Gebäude gilt unbeschadet der EU-Gebäuderichtlinie. Beide Richtlinien ergänzen sich. Wir sind also gefordert, den energetischen Zustand aller Gebäude wesentlich zu verbessern. Deshalb ist es wichtig, dass das Land eigene Strategien entwickelt, wie sie beide EU-Richtlinien umsetzen bzw. deren Umsetzung befördern will. Ich verweise an dieser Stelle auf unseren eigenen Antrag zur Mietwohnraumförderung. Ich sehe das Land in der Pflicht, darüber wollen wir dann am Freitag reden. Ich sehe das Land in der Pflicht, mit der Landeswohnraumförderung einen eigenen Beitrag zur Verbesserung der energetischen Gebäudezustandes zu leisten, das heißt auch unter Einsatz von Landesmitteln. Ich rufe auch in Erinnerung, dass Kollege Rudi Borchert schon in der letzten Legislaturperiode auf Schätzungen zu den Landesliegenschaften Schleswig-Holsteins verwies, wonach durch optimale energetische Sanierung jährlich bis zu 4 Millionen Energiekosten, also Euro, 4 Millionen Euro Energiekosten eingespart werden. Genau. Er verwies gleichzeitig darauf, dass solche Schätzungen für Mecklenburg-Vorpommern nicht vorliegen. Und die gibt es ja auch nach wie vor nicht. Es ist also an der Zeit, die Einsparpotenziale des vom BWL verwalteten Gebäudebestandes zu ermitteln und einen Sanierungsfahrplan zu entwickeln. Ich betone, 3% Sanierungsquote sind nicht nur für öffentliche Bauten, sondern insgesamt zu erreichen. Das heißt, dass ein Gebäude mit durchschnittlicher Nutzungsdauer von 100 Jahren dreimal voll saniert wird. Die Grundlage für die Umsetzung beider EU-Richtlinien ist die Energieeinsparverordnung. Darauf ist ja auch schon verwiesen worden in der Diskussion. Und die sollte schon längst angepasst werden. Noch gilt ja die ENEF 2009. Für die neue ENEF liegt lediglich ein Entwurf vor. Anstatt ab 2012 wird sie ab 2014 gelten. Die Bundesregierung tut sich also schwer. Der vorliegende Entwurf ist zudem nicht konsequent, weil er für Bestandsgebäude weder verschärfte Einsparregeln noch Nachrüstungspflichten enthält. Unverantwortlich
und ungerecht ist, eine mit Kosten verbundene Verschärfung von Vorschriften vorzunehmen, ohne eine flankierende Ausweitung von Fördermöglichkeiten. Das trifft zwangsläufig auch auf Ablehnung und wird sich kaum durchsetzen lassen. Und es ist ja in der Diskussion auch gesagt worden, gerade einmal 1,8 Milliarden Euro stehen in diesem Jahr für die Gebäudesanierung über die KfW bereit. Und das einschließlich einer Aufstockung von 300.000 Euro, die ja sozusagen als Weihnachtsbotschaft der Bundesregierung verkauft worden ist. Zum Vergleich, 2009 waren es noch 2,2 Milliarden Euro. Um eine Sanierungsquote auf 3% zu erreichen, wären jährlich 5 Milliarden Euro über die KfW-Förderung nötig und notwendig. Aber auch die eingeplanten 1,8 Milliarden sind unsicher. Das Geld kommt nämlich nicht aus dem Bundeshaushalt. Dazu hat nämlich noch niemand was gesagt hier in der Diskussion. Das Geld kommt nicht aus dem Bundeshaushalt, sondern aus dem Energie- und Klimafonds. Und der wird gespeist aus dem Verkauf von CO2-Zertifikaten. Da die Preise für die CO2-Zertifikate im Keller sind, fehlen dem Fonds Milliarden. Im Spiegel konnte ich am Montag lesen, dass etliche Energie- und Klimaprogramme aus Geldmangel aufgegeben werden. Demnach will Bundesumweltminister Altmaier noch in diesem Monat die Programme zur Elektromobilität, zur Entwicklung der Stromspeichern und den Waldklimafonds stoppen. Im April sollen weitere Programme gestrichen werden. Und das, weil sich wieder einmal Wirtschafts- und Umweltressort blockieren. Das war ja zu einer anderen Frage auch schon mal Thema heute. Während Umweltminister Altmaier für eine Verknappung der CO2-Zertifikate plädiert, damit für einen Preisanstieg, ist Wirtschaftsminister Rösler dagegen. Höhere Preise würden mehr Geld in den Fonds spülen, eine Einigung scheint nicht in Sicht. Diesen Machtpoker ausbaden müssen alle, die auf Fördermittel angewiesen sind. Dem Klimaschutz erweist Schwarz-Gelb wieder einmal damit einen Bärendienst. Deshalb ist auch Punkt 2 des Antrages, der sich an die Adresse des Bundes richtet, berechtigt. Und wir, also meine Fraktion, wird diesem Antrag selbstverständlich zustimmen.